Wenn wir zum Beispiel denken, dass es irgendwie schlimmer ist, dass Deutsche bei Flugzeugunglücken oder Tsunamis sterben, als wenn dasselbe für Japaner gilt, dann täuschen wir uns schlichtweg. In der Kirche geht ja der Klingelbeutel um und es wird auch immer dazu gesagt, wofür jetzt diese spezielle Kollekte ist. Einmal ist die zum Beispiel für hungernde Kinder in Afrika und ein anderes Mal kann die auch für die Alkoholikerhilfe sein. Ist es eigentlich okay, wenn ich sage, für die Kinder gebe ich was, aber Alkoholiker, nö? Das wäre natürlich nur dann so, wenn ich klarerweise erkennen kann, dass der eine Zweck ein ethisch gerechtfertigter ist, für den auch vielleicht die Kirche dann zuständig sein könnte und der andere überhaupt nicht. Natürlich würde ich kein Geld geben für die Anschaffung von Panzern in Syrien. So. Dafür wird ja auch nicht gesammelt. Genau, eben. Es wird ja normalerweise immer für einen erkennbar guten Zweck gesammelt und dann sollten wir natürlich keinen Unterschied treffen. Das heißt, ich soll immer was geben? Dann soll ich immer was geben. Ja, nicht nur aus Gewohnheit und nicht aus Überlegung. Ganz genau. Ich glaube, der Klingelbeutel, wenn man in den Klingelbeutel Geld gibt als Angehöriger einer Kirche, dann macht man das ja deswegen, weil man der Kirche zutraut, etwas Gutes zu tun. Und wenn man im Allgemeinen und nicht, weil man selber das tut. Sonst kann ich ja auch irgendwo hingehen und den hungernden Kindern direkt helfen. Ich darf Leid nicht hierarchisieren. Ganz genau. Ich glaube, Leid ist insgesamt ein Problem. Wenn ich zum Beispiel denke, natürlich haben wir vielleicht auf den ersten Blick mehr Mitleid mit hungernden Kindern als mit Alkoholikern. Aber das liegt unter anderem daran, dass wir vielleicht denken, Alkoholiker sind es selber schuld und uns daran aber täuscht. Aber das ist doch sehr idealistisch gedacht. Die meisten von uns hierarchisieren doch Leid. Wir interessieren uns doch für Leid, was uns näher rückt, mehr als für Leute, die uns fernstehen. Das liegt oft daran, dass wir natürlich moralisch nicht perfekt sind und unser Urteil geblendet ist. Wenn wir zum Beispiel denken, dass es irgendwie schlimmer ist, dass Deutsche bei Flugzeugunglücken oder Tsunamis sterben, als wenn dasselbe für Japaner gilt, dann täuschen wir uns schlichtweg. Das heißt, das ist ein böser Gedanke zu denken, dass es schlimmer ist, dass Deutsche sterben als Japaner. Aber es gibt doch sowas wie eine Ethik des Nahbereichs. Nee, das glaube ich, gibt es überhaupt nicht. Ich glaube, die Grundform aller Ethik ist immer der Universalismus. Das heißt, alles, was in der Ethik ausgesagt wird, gilt für alle Menschen ohne Ansehen der Person. Vor der Ethik sind alle Menschen gleich.